Wir vorschreiben Steuer, die die Leute gerne zahlen. Und so oft diesen sie bezahlen, danach völlig selig strahlen. Millionen Menschen täten uns immer, immer wieder gern. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass es sehr bald noch mehr werden. Es würde Unternehmen schaffen, die noch mehr Steuern blechen. Es würde der Gesundheit dienen und das Verbrechen schwächen. Steuer, die der Steuerzahler liebt. Sag nicht, dass es das nicht gibt. Diese Steuer zu kassieren, muss man nur Hasch legalisieren. Man muss nur Hasch legalisieren. Legal werden die Rohstoffe bestimmt nur halb so teuer. Da entsteht plötzlich eine ganze Menge Spielraum für eine Steuer. Sagen wir 2 Euro pro Gramm. 2000 pro Kilogramm, 2 Millionen für eine Tonne und es wächst viel Hanf unter der Sonne. Die ganze Kohle verschenkt, einfach in Schwarzgeld zum Versenkt, um diese Kohle zu kassieren. Man nur Hasch legalisieren. Man muss nur Hasch legalisieren. Und auch die Händler zahlen Steuern, halten sich an die Gesetze, schaffen so ein paar tausend ganz legale Arbeitsplätze. Die Polizei würde entlastet, ganz genau wie die Gerichte. Die Entlastung für die Betroffenen ist eine ganz andere Geschichte. So manchen Steuerzahler verbleibt ein gern mal ein Quatsch. Dieses Scheißgesetz schon seine Existenz zermalt, wenn man sein Hasch in staatlich kontrollierten Läden kaufen könnte. Das paar Milliarden Euro mehr für Arbeit, Bildung, Rente. Die Milliarden zu kassieren, muss man nur Hasch legalisieren. Man muss nur Hasch legalisieren. Jetzt völlig nutzlos hinter Gittern sitzen, könnten, wenn sie frei werden, der Gesellschaft viel mehr nützen. Kosten produzieren, ihren Teil beitragen. Und die Zivilen, die heute hier rumhängen, könnten Terroristen jagen. Man muss nur Hasch legalisieren.